Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses in einer Nebenmission hier am Strand. Unsere Aufgabe ist es, uns durch diese ganzen Schwertmeister hier zu prügeln. Und dadurch, dass wir hier am Strand stehen, haben wir leider auch eine kleine eingeschränkte Reichweite. Das heißt, wir werden uns einfach der Reihe nach durchprügeln müssen. Ready when you are. Und du steigst mal auf. Ready for anything. Du auch. Ihr kommt nicht sehr weit sonst. Awake. Ich will ihn da nicht unbedingt hingehen lassen. Also so alleine. I do this for all of us. Oh, Bernie kann ich nicht doppeln. Das ist doof. What's the plan? What's my strategy? So. Wenigstens gehen die alle mit einem Schlag tot. Voll die Eintagsfliegen. Verdient, da müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Machen wir es so. Das Level-Up hat sie sich verdient. So. Let's make this quick. Na, ein weiter vor, bitte. Na, ein weiter vor, sagte ich. Achso, Teleport. Ja, gut, aber der sparen wir uns über auf. Schallpanzerfäuste. More fighting. Stirb verdammt. Your death is not in vain. Ach, da reicht ja auch eine harte Fuhr. I've got no time for mercy. Ach ja, du kannst ja nicht doppeln. Dann machen wir es so. Kommt da ran? Er hier, ne? Nein. Der hier. Gut, aber das stecken wir weg. Nimm das! Tanzen bitte. Wenn sie ihn gleich nochmal trifft, dann ist er wenigstens weg vom Fenster. Es geht aber ganz schön auf die Haltbarkeit. Hier kann er nicht angreifen. Doch, kann er. Aber das überlebt er leider. Aber wenigstens können sich die Beine jetzt besser fortbewegen. Ja, stirb, verdammt! Irgendwie ein ziemlich interessantes Konzept, dass man sich so einzeln durchkämpfen muss. In der Verzweigung ging das dann. Na gut, hat sich erledigt.
No time for pity. Your spirit is admirable. Na, nicht nur der. Ja, das reicht nicht. Nein. Da. So. Gurney. Kannst du den einzelnen Schwertmeister davor schwächen? Das wäre geil. Dann kriegt Lenny den nicht klein. Okay. Hat sich erledigt. Genau wie er. Aha. Und da gibt's noch ein paar extra IP. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit denen? Immerhin ist da der doofe Bogenschützen nicht voll. Ich schätze, wir werden den Bogenschützen baiten und dann hoffen, dass die anderen mit vorwärts gehen und da sehen, dass wir die möglichst alle in der Spielrunde ausschalten können. Vielleicht kommen die. Guten Tag, ich stehe hier nur rum, beachten Sie mich gar nicht. So, dann sammeln wir uns mal. Ach, Felix ist noch da. Die haben hübschen Bauchnabel. So, den sollten Lenny und Bernie zusammen fertig machen. Interessant, dass er hinten im Buch etwas gebunden hat. Machen wir es so. Burn until we meet again. Old habit. Und da geht er down. Na, sie hat Arcanum gelernt. Kümmern wir uns mal um den hier. Wunderschön. I must always improve. You're relentless. Danke. Oh, schick mal da. Na komm her, Kleiner. Hi. Bye. I've got no time for mercy. I aspire to be my best. Mir ist nie aufgefallen, was für eine Glaskanone sie ist. Aber es passt ja zu ihrem Charakter. Ich meine, sie hat ja gesagt, dass sie gebrechlich ist, wegen ihren zwei Wappen. Ja, verdient. Ja, lieber Verbindungsvorgang. Na, dann können wir uns das jetzt am Strand gemütlich machen, das Wochenende genießen. Mal gucken, was wir jetzt das nächste Wochenende machen. Um ehrlich zu sein, jetzt, wo wir die Leute nicht mehr abwerben müssen, während des Erkundens, ist das Erkunden ziemlich langweilig geworden, finde ich. Machen wir wieder Individualtraining. Wisst ihr was? Machen wir automatisch. Ich
bin heiß auf das Kapitel. Oder beziehungsweise auf die Story-Mission. Professor. Mit einer Statur wie meiner sollte man sich nicht auf einen Nahkampf einlassen. Also wäre ich als Bogenschütze wohl am nützlichsten. Ich darf nur meine Brille nicht verlieren. Trainiere Schwert- und Bogenfähigkeiten. Trainiere die Bogenfähigkeiten. Nein! Tor, eine ganz normale Woche in unserem Leben. Amazing, no? Yay! Seems simple. I work to grow. Yeah, wendige Klinge gelernt. Hartes gelernt. I always was a quick study. Schwert Level 4 gelernt. Nice. Thank you so much. Bitteschön. Thanks. I'm glad I asked you. Kein Problem. Wir haben die Piraten angeheuert, wie schön. Auf dem Marktplatz. Mal kurz die Bataillone wieder auffrischen. Ich weiß noch Schmieden, genau. Wir haben immer noch keine Magiekristalle, ich vergaß. Ich würde gerne die Reichweite von dem Donnerschwert erhöhen, das wäre echt geil. Können wir eine Eisenaxt rausmachen. Könnten wir auch ein Silberschwert draus machen. So schlecht sind die Silberschwerter gar nicht. Die kann man zwar weniger, bedeutend weniger einsetzen, aber dafür sind sie auch leichter, kräftiger und zielsicherer. Los, wenn es dich glücklich macht. Oh, da können wir sogar ein Kriegerschwert draus machen. Ein Kriegerschwert ist ich glaube, das will ich sogar machen. Ich meine, hey, warum nicht? Ich meine, wir können es ja noch weiter aufwerten. Das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, ich möchte erkunden gehen. Ich fühle mich irgendwie wohler beim Erkunden, wenn wir da dahin gehen. Wir haben so viel auf dem Vorrat, was wir nicht brauchen. By the way. Diese Texturen. Das ist echt unglaublich. Wenn ihr euch in einem Spiel jemals wieder über die Grafik aufregt, ne? Denkt hieran zurück. Nein. Oh, da liegt Süßes. Eine Verona liegt da. Verona Feldbusch, bist du's? Oder das ist ja Brot. Seit ewigen Jahren. Ew, wo ist er her? Weiße Blumensaft. Hey, welcome. Ah. Du hast. Du bist mir egal. Hello there. Hi. This one, yes? Ich glaube, davon brauchen wir wieder ein paar. I thank you. This one, yes? Und davon nehme ich auch welche. I thank you. Return soon, please. Ich habe zu danken. Welcome. So, gehen wir mal ins Lager und verkaufen was. Die Sachen können wir nicht auch mal vergeben. Will this one do? Many thanks. Will this one do? Many thanks. So. Hat hier jemand noch was im Inventar rumfliegen, was wir verkaufen können? Will this one do? Many thanks. Will this one do? Many thanks. Immer noch ein Goldbeutel da rumfliegen, ist auch echt unglaublich. Will this one do? Many thanks. Will this one do? Wie viele Goldbeutel, die hier alle mit sich rumschleppen. Wir haben unser Vermögen mittlerweile schon verdoppelt. So. Oh, wir haben Unterstützung. Eine ganze Menge. Dann let's go.
You're in high spirits today, Dorothea. Yes. I have met someone quite charming recently. I'm hoping we can spend more time together soon. Well, I wish you the best of luck. I wish I had some advice to offer. Alas, I do not. Don't worry too much about it, Adie. I guess romance isn't really something you're interested in anyway. I'm not completely disinterested. Oh yeah? Is there someone you have your eye on? To be honest, there's nothing resembling romance in my life at present. It's not that I'm disinterested. I'm simply too busy with other endeavors. I have no time to spare for such things. That's not surprising. You're not just any old noble, after all. Anyone who has feelings for you, well, they're in for a pretty complicated life. True. And I can't ignore the possibility that I may have to marry for political purposes. I doubt I'll ever have the opportunity for a passionate romance as long as I live. That's no way to talk. You meet the right person and boom! You have passion to spare. Could be someone you've just met, or someone you've known your whole life. There's no telling how life will go. Something could even spark between the two of us. You and I? Now that is an entertaining thought. If such an exciting future is in store, I look forward to it. Oh yeah? That's awfully sweet of you, Adie. Haben die überhaupt einen S-Support zusammen? Ne, sie haben. Also, S-Support hat ja sowieso nur bei Lester, aber die haben tatsächlich einen A-Support zusammen. Erstaunlich. Hubert? Yes? I wanted to thank you. For the other day, you know, when I fainted. Thank you for carrying me back to my room. Das war vor 5 Jahren, by the way. That was nothing. It saved me effort in the long run. Leaving you there would have just caused even more trouble. I guess that's true. Well, thanks. There, I said it, and now I'm going. Ich würde den Support gern weiterlesen, wäre das möglich? Dankeschön. Is this why you've been circling me like a vulture for the last several hours? Vulture's a bit... well, yes. Yet you would have fled if I'd approached. It seems you will avoid me at almost any cost. Well, that's... You don't need to say it. I know. I'm frightening. I'm told so often. Apologies. I will be mindful not to laugh in your presence from now on. The grin of death itself! Terrifying! You think so? Oh no! Now you're angry too! Hardly. I'm sorry to have frightened you. No, you're not! It's a trick! You're lulling me into a false sense of security! I can't stand it! She's a lost cause. You're following me. Stop. I am leaving you alone, just as you asked. I may be walking the same way as you, but... What do you want? You've made it abundantly clear I'm not to want anything from you, including politeness. I heard a rumor that you're planning to settle down with a noble. I abandoned my family, so you'll have to look elsewhere. Not much to gain from marrying me. I just find you interesting is all. Is that so odd? Interesting? I'm not interesting. What do you mean? I've never met a noble so... unsociable. Yes, that's the word, unsociable. Other nobles are quick to be friends, even if it's just because they might gain something from it. The Empire's nobility, maybe. The Kingdom's nobility is a whole different animal. If they are, so what? You should care how others think of you. Why? I don't answer to them. All that matters is improving my skill.
I'll prove my worth on the battlefield. Those people care so much about appearances they can't even see each other. It makes me sick. Oh, I agree. What's important isn't how someone looks, it's their true nature. I don't pretend to know your true nature. I don't even have a very good understanding of my own. But I suppose you see mine just fine, don't you? Just a silly girl with no thoughts in her head except for marrying a noble. Yes? Goodbye, Felix. Hmm. Ich mag es, wie in diesem Support nicht immer alles Friede, Freude, der Eierkuchen ist, sondern die Leute sich hier fast gegenseitig umbringen wollen. Mehr oder weniger. That's a heavy sigh. Again. Yeah? That's the sigh of exhaustion after spending the past month apologizing for your behavior to, well, everyone. Apologizing? I've been pretty darn restrained lately. If by restrained you mean falling all over yourself to garner the attention of every passing female, then yes, you've been quite restrained. Mark my words, the more you hurt people, the more weighty the repercussions will be. Your actions will come around to bite you. Ha! If I get bitten, that's all just part of the game. Heck, I had one girl's brother come after me with a pitchfork. If you end up getting maimed or killed by a pitchfork, don't expect me at your funeral. Glenn used to make light of getting hurt too. Then one day, he got more than hurt. Now he's gone. I'm sorry. I was being... You're right. I know what it did to you when he died. It hurt to see you hurt, and not be able to do anything. When you wouldn't even come out of your room to take care of your horse. Nothing affected me the way his passing affected me. Well, I'm happy that you're better. Seeing you out and about helped me relax enough to be able to flirt with girls again. Your predictability is utterly disappointing. When I finally stopped mourning, you know what brought me back? My concern. For you. Me? You know you can't get along without me following in your shadow and caring for you. You flirt with anything that has a pulse, offend people left and right, and constantly cause commotions. Huh. The truth really does hurt. Please, Sylvain, consider your actions before you carry them out. And stop acting so nonchalant about getting hurt or killed. Promise me that. Okay, I promise. Au, das war der Musikantenknochen. Der spiel ich jetzt erstmal schön. Sylvain, I've been looking for you. Do you have a moment? Hey, Lysithia. I was about to grab some food. Would you like to come along? Actually, yes. That sounds fine. Great. Let's go. The dining hall isn't exactly relaxing, is it? If there's a next time, I'll take you somewhere with a much better atmosphere. I don't really care about the atmosphere. I just wanted to apologize. Nah, I get why you told me off. There's nothing you need to apologize for. Can you just shut your mouth and listen for once? Here's something you may have already picked up on. I very much dislike being treated like a child. I've worked very hard to be where I am now, and such treatment makes it feel like all of that work is being ignored. But I think you're a genius, and you work harder than I ever did. When I was your age... Yes, you already told me all of this. Back then, you were just as devoted to goofing off as you are now. Ah, so I already told you that. What a perfect memory you have. And there it is. You're always so quick to flatter every woman you come across. I knew that, and yet I never thought you would direct your antics at me. Look, I'm sorry, okay? I know how hard you work, and I really wasn't trying to upset you. I just wanted to chat. I do not mind that you wished to chat with me. In fact, you might even say I was happy about it. Just a bit. Seriously? It sure didn't seem that way. Well, it's true. Your behavior is maddening. But in retrospect, I realize that was you treating me as you do all women, rather than like a child. I wasn't thinking about it like that at the time,
and so I snapped at you. I could have perhaps approached the matter with a tad more maturity. Therefore, I would like to apologize. An apology? That is not how these conversations usually turn out. There's no need for that, though. Really, you'll make me blush if you keep this up. Listen, Lysithia, I want you to know that I meant every word, even if sincerity is difficult for me. You're as lovely as you are clever, and you have this strange charm about you. That's what I really honestly think. There you go again with your false flattery. I swear to you, it isn't false at all. And it's not flattery if it's the truth. Say what you will, you're still gonna have to earn my trust. Just this once, I'll cut you some slack. Don't get used to it. It's not like I can change who you are as a person. Sweet and tolerant. You never cease to amaze. I'll leave you with this. Don't say things you don't mean. It makes it impossible to tell the lies from the truth. Don't come crying to me if you carry on as you have and end up with no friends. I have to say, Lysithia, your harshness is one of those things I find so charming about you. You are exhausting. I guess the positivity is okay, though. So, und damit wären wir auch mit den Unterstützungsgesprächen durch für dieses Mal. So, und dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen und beim nächsten Mal werden wir dann unsere Armee ein bisschen aufrüsten. Und ein bisschen umrüsten und ein bisschen abrüsten und ein bisschen aufrüsten, je nachdem, was benötigt wird. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Könnte eine sehr menülastige Folge werden, aber wird bestimmt ganz witzig. Wir sehen uns dann wieder. Einen wunderschönen Tag noch und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao. Übrigens, was ist mit dieser Schattierung vom Eimer nicht in Ordnung? Der Schatten fällt ein bisschen seltsam, oder? Naja. Ciao. Ciao.